So Leute, herzlich willkommen bei Notebooks Billiger.D. Mein Name ist Marco von Tutopel.TV und heute werden wir das HP Spectre X360 2007er Version auspacken und testen. Ich werde diesen Laptop mit auf meiner Tokio-Reise mitnehmen, die morgen stattfindet. Insgesamt sind das 4-5 Tage und ja, was gibt es Besseres als ein Notebook mitzunehmen und das Ganze dort vor Ort zu testen, denn dafür sind sie da gemacht, damit du die mitschleppen kannst, sodass sie so leicht wie möglich sind und so lange wie möglich Akkulaufzeit haben. Und das werden wir ja bei diesen hier testen und ich bin schon sehr gespannt, denn ich hoffe, dass dieser Laptop dann mein Arbeitsrechner wird für auf Reisen, wenn ich unterwegs bin und so weiter und so fort. Deswegen würde ich sagen, legen wir los und packen wir das Ganze auf. Dazu brauche ich jetzt mein Messer. Los geht's. So, machen wir das auf. Ob ihr es glaubt oder nicht, diese Messer liebe ich einfach, um auszupacken. Das ist einfach geil und es macht Spaß. Gucken wir mal rein. Los geht's. Ich bin mal gespannt, was die alles mitgeschickt haben. Ob irgendwelche Zubehör noch dazu gepackt worden ist. Okay, da ist die Verpackung, Freunde. So sieht die aus. HP. Wie ihr seht, sieht man nichts. Das ist richtig schlicht gehalten. Hier vorne haben wir das Logo von HP. Und wie ich finde, das Logo sieht schon mal richtig nice aus. Das hat sich auf jeden Fall verändert. Und das sieht richtig modern aus, wie ich finde. Auf der anderen Seite sehen wir fast nichts. Aber finde ich jetzt nicht unbedingt schlecht. Und bam, noch ein Karton, Freunde. Und hier vorne sehen wir schon Spectre. Richtig schön. Was haben wir noch hier in der Verpackung drin? Haben wir noch irgendwas? Oh, die haben tatsächlich noch so eine Art Case, Ledercase für den Spectre, was mal ultra nice ist. Innen schön gepolstert. Und das Ganze mit Klettverschluss hier. So, hier haben wir noch einen weiteren Karton. Und ja, das sieht genauso schlicht aus. Hier haben wir einmal Spectre und auf der Rückseite, was für eine Überraschung, nicht. Doch, hier ist noch das alte Logo von HP. Das war das alte Logo von HP. Okay, Freunde, wir kommen immer näher an unserem Produkt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich liebe neue Sachen auszupacken. Okay, jetzt geht's los. Aber dafür kommt mal ein bisschen näher. Wow. Hier haben wir eine kleine Lasche. Können wir rausziehen. Das Ding wiegt gerade mal knapp über 1 Kilo. Das ist unfassbar. Und da ist so viel Technik drin verbaut. Und es fühlt sich aber trotzdem richtig wertig an. Es ist nicht so, dass es leicht ist und man denkt so, oh, das ist irgendwie billig oder was. Nein, das ist wirklich über 1 Kilo und fühlt sich trotzdem hochwertig an. Und da haben wir das neue Logo, Freunde. Finde ich richtig gut. So, ich lege mal kurz auf Seite, dann gucken wir nochmal, was alles drin ist. Hier haben wir einmal die Setup-Anweisung. So sieht es aus. Also ein Quick Start, damit man direkt loslegen kann mit dem Laptop. So, was haben wir noch hier? Ah, hier haben wir die ganze Verkabelung. Und wie ich gerade sehe, tatsächlich hat das Laptop schon USB-C. Das ist super, denn selbst mein Handy ist schon USB-C. Alles wird irgendwann USB-C sein. Und das finde ich schon ziemlich gut. Ja, falls ihr ein Netzwerk anschließen wollt, habt ihr auch hier einen kleinen Adapter, um einfach sich direkt anzustöpseln an ein Netzwerk. Sehr schön. Und sonst haben wir nichts mehr in der Kiste, auch nicht da drunter. Aber als erstes werden wir die Folie entfernen, wenn das irgendwie möglich ist. Von der Haptik her fühlt sich das wirklich sehr, sehr gut an. So, jetzt machen wir den zum ersten Mal auf. Wow. Was ich schon mal sagen kann, ist, dass das Touchpad aus Glas ist. Das habe ich auch noch nie gesehen. So, im ersten Moment fühlt sich das eigentlich ganz gut an. Ich bin mal gespannt, wie das ist, wie man damit arbeitet. Das Besondere an diesem Laptop ist, dass es erstens ein 4K-Display hat, also Ultra HD. Und es ist ein Touch-Display. Und das Geile kommt jetzt, Achtung, seid ihr bereit? Ihr könnt das nicht nur als Laptop verwenden, sondern als Notebook. Oder ihr könnt es einfach so hinstellen, wenn ihr zum Beispiel Serien gucken wollt. Einfach so hinstellen, wenn ihr zum Beispiel einen Film sehen wollt. Und das Geile ist ja, ihr habt nicht nur hier vorne Bang & Olufsen Lautsprecher. Nein, ihr habt auch hinten Bang & Olufsen Lautsprecher, wo das quasi rauskommt, falls ihr das mal verdeckt. Dann im Gegensatz zu dem Vorgänger ist das Chassis deutlich kleiner geworden, aber das Display ist trotzdem gleich groß geblieben, was richtig cool ist. Und das Chassis besteht aus Aluminium und Chrom. Aber nicht nur das hier ist richtig cool, Freunde, gerade auf Reisen, sondern die Akkulaufzeit von 16 Stunden. Das ist richtig heftig. Aber ob das wirklich 16 Stunden anhält, kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen. Aber selbst wenn es nur 10 Stunden aushalten würde bei Volllast oder beim Schnitt oder was auch immer, wäre das natürlich mega. Was mir richtig gut gefällt, ist zweimal USB Thunderbolt. Damit kann man einen Laptop laden, man kann das Handy laden, man kann Video und Ton darüber geben. Das ist geil. Dann haben wir einmal auf der anderen Seite ein ganz normaler USB, damit man keinen Adapter mit sich tragen muss. Dann haben wir einmal Audio Jack für die Kopfhörer.
Hier sind Lüftungsschlitze, hier ist einmal An- und Ausknopf und auf der anderen Seite haben wir noch Laut und Leise. Sonst haben wir gar keine Knöpfe mehr oder Anschlüsse hier. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass ich keinen Schlitz habe für meine SD-Karte. Das ist natürlich ein kleiner Nachteil daran. Aber ansonsten ist das richtig cool. Ich würde sagen, wir werden das Ganze jetzt auf der Tokio-Reise mal richtig testen. Und ich bin schon sehr gespannt, wie das Ganze sich macht. Was wir unbedingt noch testen sollten, ist natürlich unser Case. Das tun wir mal rein. Zack, zack, zack. Aber übrigens, wie ich noch nicht gesagt habe, wir haben gerade mal eine Breite von 1,4 cm. Das ist wirklich so dünn, Freunde. Richtig dünn. Also das passt wirklich in jeder Tasche und das stört auch nicht mal. So, ich würde sagen, richten wir mal das Ganze ein. Deine Tastatur ist auf Deutsch festgelegt. Oh, das redet mir. Möchtest du dabei bleiben? Ja. Oh, cool. Verwendest du noch ein anderes Tastaturlayout? Nein. Jetzt kommt der rechtliche Teil. Kurz gesagt, Sie müssen zustimmen, um Windows nutzen zu können. Die Einrichtung wird jetzt ein bisschen länger dauern. Ich werde das Ganze jetzt fertig machen und dann, ja, wie gesagt, nehme ich das mit nach Tokio und teste das richtig ausgiebig. Los geht's. Inzwischen. Ich habe den HP Spectre eine Woche im Gebrauch und muss wirklich sagen, es macht sehr, sehr viel Spaß damit zu arbeiten. Nicht nur die Power hat mich überzeugt, sondern auch die Akkuleistung. Zwar hat es nicht ganz 16 Stunden geschafft, aber das war mir allerdings im Vorhinein schon klar, denn ich benutze den Spectre, um zu schneiden und Videos zu gucken und das auf Reisen. Trotzdem war es mehr als ausreichend, was mich tatsächlich überrascht hat bei dieser Größe und Gewicht. Apropos Gewicht und Größe, durch die kompakte Art war es echt kein Problem, das Ding durch die Gegend zu schleppen. Es war so, als hätte man nichts dabei. Was sind denn schon knapp 1,3 Kilo? Will man das Teil in einem Rucksack hat, merkt man noch nicht mal, dass man einen Laptop dabei hat. Die Tastatur an sich ist sehr gut verarbeitet und es fühlt sich sehr gut an von der Haptik her. Was ich mir allerdings mehr gewünscht hätte, wäre eine größere Enter-Taste. Wenn man ein bisschen größere Enter-Tasten gewohnt ist, vertippt man sich schon leicht in diesem Keyboard, aber das ist natürlich eine Gewöhnungssache. Eine andere Sache, die ich mir auch gewünscht hätte, gerade als Creator, wäre ein SD-Karten-Slot oder zumindest ein Adapter von USB-C auf SD, anstatt ein Netzwerkadapter, wenn man ganz ehrlich ist. Kein Mensch braucht heutzutage noch einen Netzwerkadapter, okay, vielleicht ein paar von euch, aber eigentlich geht jeder ins Internet über Wi-Fi. Aber kommen wir mal zum Display und der hat es wirklich in sich. 4K Ultra HD Display mit Touchfunktion und 360 Grad Beweglichkeit. Das ist wirklich der Hammer und das gefällt mir richtig gut. Man kann diesen Laptop komplett in ein Tablet umwandeln oder in sogar einen Mini-Fernseher mit Ständer, was ziemlich cool ist. Und das Ganze lässt sich dann mit der Touchfunktion sehr gut bedienen. Was will man da eigentlich mehr? Moment mal, ich weiß, was man da nur braucht. Ein Stift. Kommt mal kurz mit. So, ah. So eine Sache wollte ich eigentlich mitnehmen zu der Tokio-Reise. Leider ist es ein bisschen zu spät gekommen. Und das ist das Ding hier. Und das ist nämlich ein Stift für den HP, um da drauf zu zeichnen und dieses Windows-Ink zu benutzen. Ah, da ist der. So sieht der aus. Der Stift von HP hat hier vorne zwei Knöpfe, die man ganz individuell programmieren kann. Hier ist die Batterie. Wo kommt die eigentlich rein? Das muss man hier aufschrauben. So, zuschrauben. So, jetzt kommt mal mit. Hier steht einmal, was der Stift kann, dass man diese Tasten einzeln selber belegen, dass die Handfläche nicht erkannt wird beim Schreiben oder beim Malen. Und das ist ein Proximity-Sensor. Das bedeutet, wenn man das Display nicht berührt, aber so ganz leicht dran geht, dass er so automatisch erkennt. Seht ihr das? Ich berühre das Display nicht ganz, aber der erkennt schon den Punkt da. So, jetzt gehe ich mal hier auf Windows Ink, Skizzenblock. Und dann zeichne ich mal ein bisschen drauf. Tuto. Oh, das geht ja super easy, das ist ja unfassbar. Ich will auf dem Bildschirm skizzen. Okay. Da, 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 da. Meine Unterschrift. Das funktioniert richtig gut. Skizzenblock. Oh, cool. Wir können ja einfach weiterzeichnen hier. Oh, cool. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, aber je stärker ich drücke, je dicker wird die Linie. Das zeige ich euch mal ganz kurz. Dünn und jetzt immer dicker. Boom. Seht ihr das? Nochmal. Ganz leicht. Man kann sogar die Hand drauf tun und zeichnen. Wie ihr seht, ist es kein Problem, die Hand drauf zu tun. Am besten. Und dann könnt ihr ganz problemlos eure Handfläche drauf tun und einfach das Haus anmalen. Also ich denke mir, gerade für Leute, die gerne zeichnen, ist das hier genau das Richtige für die Leute. Zack! Wunderschön. Wenn man hier auf diesen Knopf drückt und auf die Linie drückt, dann verschwindet sie. Alles, was du gezeichnet hast, verschwindet. Das ist quasi wie ein Radiergummi. Zack. Falls du dich vertan hast, willst du nochmal ein bisschen Ohr dran machen. Ah, gefällt dir der Ohr nicht, dann machst du es einfach weg. Kein Problem, machst du ein bisschen runder. Jawohl. Sieht auch scheiße aus, machst du auch weg. So, gezeichnet. Tuto.
Fertig. Sieht doch wunderschön aus. So, Leute, das war das Review zu den HP Spectre. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin Marco von Notebooks.tv und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Notebooks.de. Also dann, Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao. Und ich werde jetzt hier noch ein bisschen zeichnen. Es macht wirklich sehr viel Spaß, mit diesem Pen hier umzugehen. Noch nie gemacht. Das ist echt cool.